Moini, und da bin ich schon wieder mit der Plague Tale Requiem. Amicia, die am Boden ihrer emotionalen Kräfte ist, muss Lukas, der von den Wachen aufgegriffen wurde, retten. Sie findet ihn und beide können mit dem Nachtschatten entfliehen für Hugo, doch Amicia ist wütend, erschöpft. Erschöpft vom Fliehen und sich verstecken. Sie trifft die Entscheidung, nicht mehr wegzulaufen. Trotz des guten Zuredens von Lukas tötet sie alle, die sich ihr in den Weg stellen. Letztendlich werden sie festgenommen und sollen gehangen werden, können allerdings noch durch Lukas' Alchemistenkünste entfliehen. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Dann gucken wir doch mal. Da hängt ein Wagen. Der hängt einfach so, der wird hochgezogen. Trockenpflanzen, Pulver. Ein Schwert. Schwerter, Messer. Mit Schwertern kann sie nicht so, ne? Keine Schon Schleuder. Viele gesehen. Suchen wir weiter. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Nein. 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 Aber das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Was haben wir denn da hinten? Achso, ich habe noch gar keine Schleuder. Ich kann das nicht lösen. Okay, ich muss runter, denke ich. Ich guck mal hier eben. Die haben die Kirchen auch leer geräumt, ne? Vielleicht Was ist hier? Das? Nein. Oh, nein. Das behalten wir mal. Na los, komm schon. Oh, so ein Saustall. Bitte, bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Hier vibriert es. Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Oh, hier ist jede Menge. Oh, da bist du ja. Hab sie. Oh, schön. Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Auf eine Alchemistin. Und mein Inventar habe ich auch wieder. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Ich würde trotzdem gerne wissen, warum ich da hinten auf dieses Seil. Auf den Karabiner oder, ja, ich glaube, es war ein Karabiner, ne, warum ich da drauf zielen kann. Da. Okay, ich gehe mal gucken. Huch. Eine Stadtkarte. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gayenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Unser Zuhause, neue Erinnerung freigeschaltet. Oh, ich habe eine verpasst, guckt mal. Oh, ich habe eine verpasst. Bestimmt an der einen Stelle, wo ich weitergegangen bin und ich dachte, ich könnte wieder zurück, aber ich konnte nicht mehr zurück. Bestimmt da. Unser Zuhause. Ja, haben wir ja gerade gehört, brauche ich nicht vorlesen. Oh, da unten liegt noch was. Kann ich hier runter? Nee. Was sammeln wir noch eben ein? Wenn es irgendwie geht.
jetzt müsste ich wieder 10 Stück haben. Also für eine Werkbank müsste es jetzt, glaube ich, reichen. Dass dieser Wagen da so komisch hochgezerrt wurde. Die Vibrid ist auch so, ne? Was haben wir hier? Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Also, jetzt kann ich machen. Eine weiche Schnur. Durch eine weichere Schnur macht Amicia bei der Verwendung der Schleuder weniger Lärm. Das habe ich schon geskillt einmal. Was habe ich denn geskillt? Alchemie. Durch das Annähern neuer Taschen. Ah, okay. Ausrüstung. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es Amicia, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich beim Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Warum verstehe ich das nicht? Also ich habe Platzmangel und dann ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Warte, was macht sie denn da auf dem Video? Sie recycelt und kriegt Werkzeug dafür. Das klingt gut. Okay. Oder leiser sein. Oder noch einen Topf mehr tragen. Okay. Das sollte die Sache erleichtern. Cool. Oh, ich kann noch was machen? Nee, dafür habe ich nicht genug Material. Aber ich habe hier noch Material liegen. Oh. Gut, dann an die Arbeit. Nee, es reicht immer noch nicht. Ich brauche 30, ich habe 15. Okay, schön. So, und jetzt kann ich einen Topf zerlegen. Herstellen, gedrückte Drücke, um mehr zu erfahren. Nicht genug Material. Codex. Fertigkeiten. Ignifer. Extinguis. Okay. Also, wie kann man denn aus Töpfen Werkzeug herstellen? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst das sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ah, eine Balliste. Genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Da, da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Wo ist ein Karren? Zurecht. Ach, das ist ein Karren. Ich dachte, das wäre ein Regal. Kann ich jetzt hoch? Da drüben habe ich gesehen, da ist... Nee. Können wir da jetzt hin? Also, ich würde gerne hier oben hin. Können wir das machen, Lukas? Können wir den
Karren da bitte. Ach, das hier ist der Karren. Das war auch ein Regal, sehr gut. Ziehen. Danke. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Grums. Schön, dass sie nochmal erklären, weswegen die Wachen diesen Lärm hier nicht mitbekommen. Oh, es matscht schon wieder so schön. Es muss alles so stinken, kleben und eklig sein, ne? Dann ran an die Kurbel. Komm, ich mach das. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Ständig, Lukas. Du musst es machen. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette loswerden. Ja, ich habe schon gesehen. Nee. So. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Da oben habe ich gesehen, kann ich... Da kommt's runter. Das kann ich runterschießen. Ja. Wird bestimmt ganz leise sein. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Eine Balliste. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Schön zusammengefasst. Hier passt es. Halt! Das Stupefaccio. Das Stupefaccio. Das ist jetzt auch egal. Das ist ein cooles Wort. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Ich vertraue auf Lukas. Bin ich schon. Der ist jetzt unser Gewissen, mal kurz. Bis Amicia wieder zu sich gekommen ist. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wir mussten ungefähr 20 Wachen töten dafür. Er schlief ein, als es besser wurde. Ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Na, du bist mir nicht geheuer. Für euch. Oh nein, Hugo. Eine Bürde des Blutes. Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, was? Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas dein wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte, aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet. Da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Hm. Ja, was ist dort?
junges Mädchen. Du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden. Das ist ja super, dass sie sich bei ihr gemeldet haben schon vorher. Warum auch? Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Das ergibt gar keinen Sinn. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Ist gut. Amicia findet es auch nicht sinnvoll. Amicia. Sie hat ihre Mitte gefunden. Hugo soll jetzt einfach sterben und jetzt einfach isoliert werden. Und sie ist die Beschützerin, aber sie soll sich bitte fernhalten. Sie wurde nie vorher kontaktiert und ihr wurde nie gesagt, sie ist die Beschützerin, aber sie ist die Beschützerin und sie soll sich fernhalten. Gut. Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ist das unfair. Und dieser Typ ist halt auch so unsympathisch. Es ist so offensichtlich, dass er irgendwas im Schilde führt oder der Orden irgendwie gemein ist oder so. Und dass er Hugo auf jeden Fall nicht hilft, sondern es irgendwie schlimmer macht, ist auch total offensichtlich. Der General hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal bestätigt, dass, dass die Pest sich halt wirklich nur ausbreitet, weil Hugo es schlecht geht. Also klar wussten wir das irgendwie schon, aber ich hatte ja so ein bisschen den Verdacht, dass der Orden da eventuell auch hinterstecken könnte oder noch irgendwas anderes, so, dass es so eine Wechselwirkung hat. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Okay. Aber anscheinend ist es wirklich nur die Makula. Bereit machen, Männer! Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Oh, da bringen sie sie also hin. Als Köder auch wieder. Ist das traurig. Ja, und wir bringen die ganze Zeit jetzt das Unheil über die Leute hier, ne? Über diese wunderschöne Stadt. Sind. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Zurück, ja. Ja. In der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine okay, Sorge. Lukas. Ich habe dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Wir töten keine Soldaten mehr, finde ich gut. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es wichtig ist für Amicia und ihr Seelenheil, dass wir ein bisschen mehr sneaky spielen, auch wenn es länger dauert. Ach Mann. Der Anker sieht schön aus. Kann ich hier noch irgendwas looten? Das sieht so lootig aus hier, finde ich. Nö. Ach, diese Palmen und das Meer. Die Schiffe. Was machen wir hier nur? Lukas, Und was ist mit Beatrice eigentlich? Nach der Inselfrage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß,
Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Ich habe so Angst. Wir haben gar keine richtige Kindergang diesmal, sondern wir haben nur Amicia und Lukas, die zusammenarbeiten. Und Lukas ist so, Amicia dreht ja langsam durch. Lukas ist so das Gewissen. Wobei Amicia eigentlich die Beschützerin ist und eigentlich Amicia Hugos Gewissen war anfangs mal. Ja, und ich habe Angst, dass wir Lukas verlieren. Da wird Amicia völlig durchdrehen. Wir sind so abhängig von ihm. So ein wundervolles Spiel. Und da sind wir für heute auch schon wieder beim Ende angekommen. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.